Hallo, ich bin Stefan von den Netzstrategen und in diesem kurzen Video zeige ich dir, wie du bei Google AdWords deine Rechnungen findest. Als erstes rufst du bitte google.de/AdWords auf. Damit bist du auf der Startseite des Produktes Google AdWords und musst dich nicht von der Google Startseite durchkämpfen zu Google AdWords. Das ist also der direkte Weg, google.de/AdWords. Dann findest du rechts oben den blauen Anmeldelink, den bitte einmal anklicken. Und dich mit dem AdWords-Konto anmelden, mit dem Google-Konto anmelden, mit dem du auch bei AdWords registriert bist. Ich mache das jetzt einfach mal schnell. Und nach dem Login kommst du auf die Übersichtsseite. So eine Meldung hier kann auch auftauchen. Genau, da kannst du einfach auf Fertig klicken und die überspringen oder, wenn du das möchtest, eine Telefonnummer hinterlegen. Sobald du dieses getan hast, entweder die Telefonnummer hinterlegt oder übersprungen hast, wird deine ganz normale Kampagnenübersicht in Google AdWords geladen. Das dauert immer ein bisschen, ihr seht es, bis alles da ist. Und dann gibt es hier rechts oben in dem Bereich das Zahnrad, auf das man klicken kann, sobald Google fertig ist, alles zu laden. So, jetzt ist es da. Und dann unter dem Zahnrad den Punkt Abrechnung. Den klickst du einmal an. Dann kommt wieder eine kurze Ladezeit. Und es baut sich gleich die Rechnungsübersicht auf. Du siehst in der linken Spalte schon die Navigation. Hier steht Transaktionsverlauf sowie Abrechnungseinstellungen und Abrechnungsprofil. Wir wollen aber zu den Rechnungen und die sind ein bisschen versteckt. Und zwar findest du hier unten praktisch eine Tagesstatistik und für jeden abgeschlossenen Monat gibt es hier etwas versteckt die Rechnung. Und wenn du auf diese Rechnung draufklickst, auf diese Rechnungsnummer, startet sofort der Download. Und die Rechnung wird runtergeladen und du hast eine Rechnung, die du auch für die Buchhaltung verwenden kannst, mit der du dann arbeiten kannst. Wichtig ist, dass diese Rechnungen, wie gesagt, nur für abgeschlossene Monate zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, hier oben, wir haben gerade den August 2016, der Monat ist noch nicht abgeschlossen, deswegen finde ich hier keine Rechnung. Ihr seht es an den Zahlen, der Juli ist abgeschlossen und kurz nachdem der Monat beendet ist, es dauert immer noch ein paar Tage meistens, findet ihr eben hier diese Rechnung. Ich klicke sie einfach mal kurz an. Eine wird jetzt geladen im neuen Tab bzw. heruntergeladen. Und dann habt ihr die Rechnung auf eurem Rechner im Downloads-Ordner. Das war's. Ich hoffe, das hat euch geholfen und ihr findet eure Rechnungen so in Zukunft etwas schneller.